Hier. Schnell. Für die Freiheit. Oh, hier ist fürs Bongo. Ja, den sollten wir auch wegmachen. Ja, und hier sind die... Hier. Dämonen. Sofort. Schnell. Auf meinem Befehl. Vorwärts. Ob wir fürs Bongo versteinern können? Ja, wir können ihn versteinern. Er hat zwar immer noch eine Hypnose-Aura an, aber die scheint zum Glück... Ah, noch eine Trickster-Puppe. Eine Priester-Rune. Nors Rache. Ja, vorwärts! Rüstung der Wacht. H7-Säbel. Hier, sofort! Auf mein Kommando! Mir nach! Oh. Mir nach! Bringen wir es zu Ende! Haltet durch, Männer! Zeit zu sterben! Sie sind überall! Schließt die Reihen! Zurück Haltet mit durch, euch. Männer! Verstärkt die Deckung! Verstärkt Vorsicht. Die Deckung! Sie sind überall! Schließt die Reihen! Feindlicher Angriff! Zurück mit euch! Verstärkt die Deckung! Achtung! Sie sind überall! So, jetzt aber schnell. Haltet durch, Männer! Schließt die Reihen! Zu euren Diensten. Alles klar. Verstanden. So. Ja, hier wuchs einmal ein prächtiger Baum, verfaulte Überreste, der Ort ist verdorben, fruchtbare Erde, den Baumsamen einpflanzen, aus dem Samen der Lebenshalbe schießt ein grüner Sprössling hervor. Sofort beginnt ein neuer Baum an diesem Ort zu wachsen. Der junge Baum verdrängt die Reste des alten und erstrahlt im frischen Grün. Eine Aura der Lebenskraft scheint den Ort zu durchdringen, der faulige Hauch verflüchtigt sich. Verteidigt den euch! Ort gereinigt. Nein, haben wir nicht, weil wir jetzt gerade... Zu euren Diensten. Zu Befehl. ...mittendrin vor dem Scheißhirnstecher... Achtung! ...unterbrochen wurden. Wenn wir Pech haben, wir spawnen jetzt gleich... Ja, ja. Baumpflanzen, Ort gereinigt, gut. Ja, vorwärts! Ihr habt einen Gegenstand erhalten, Samen der Lebensalb. Warum haben wir den Gegenstand erhalten, wenn wir ihn eigentlich gerade... Ja. Ja, kehrt zur Dryade zurück. Auf meinem Befehl. Und los! Und los! Ja, auf jeden Fall haben wir den letzten Samen gepflanzt. Also den wir jetzt pflanzen konnten. Wie gesagt, die Skelette hier ignorieren wir erst einmal. Weil ich will es so machen wie das letzte Mal. Ich versuch's gar nicht erst hier die beiden Monumente zu erobern und zu halten.
Ich lasse sie dann lieber gegen die leeren Monumente rennen, während ich mich hinter ihnen aufbaue, ohne dass sie es merken. Und ja, die Priesterrune, das ist die gute Priesterin, mit dem die auch die Frostwelle kann. So. Herz des Heinz, da wollen wir hin. Ja, mir ist bewusst, dass meine Monumente aufgelöst werden. So, den da durch die Priesterrune ersetzen. Dann kriegt sie... Mal gucken, kriege ich das Ding zusammen? Genau, Tiaras Kraft. Müsste auch einen Helm haben. Und einen Ring. Genau, für ihre Aura. Wobei Shannas Heilung noch besser wäre. Aber habe ich alles für Shannas Heilung? Ist die andere Frage. Beziehungsweise könnte ich mir dafür was im Kolosseum kaufen? Das ist kritische Treffer. Sieht aber so aus, als würde mir sowohl die Rube als auch der Helm noch fehlen. Gut, da kriegt sie aber trotzdem schon mal hier den Ring der Güte. Das Schild der Urelemente, weil das ziemlich gut ist. Kugel des Universums, so. Okay. Ich habe sehr viele Runen zu verkaufen. Ich habe hier Diamanten und die Saphirrose zu verkaufen und das Herz noch. Ich hätte mich schon längst auf dem Weg nach hier oben machen können in der Zwischenzeit. Ja, weil jetzt will ich als nächstes also kurz auf dem Bazar Zeug verkaufen. Weil die andere Aura sollte dann aber auch meine Heilaura, also die andere, das andere Set sollte auch meine Heilaura verstärken, hoffe ich mal. Elends Segen. Wegen der heiligen Orte. Ich habe sie alle gereinigt. Danke, Freund. Ich spüre bereits, wie sich das Land erholt. Aber wartet, noch sind nicht alle Wunden geschlossen. Es muss noch eine weitere Stätte geben, aber... Ich kann sie nicht sehen. Wie kann das geschehen? Es muss in der Stadt der Seelen sein. Darius erzählte davon. Er sagte, dass die Fremden einst eine Lebenseibe in dieser Stadt gezüchtet haben. Er gab mir diesen Schlüssel und diese Schale.
Ich vermag es nicht so recht zu deuten, aber ich glaube, Darius wusste, dass uns dort ein Rätsel erwartet. Nehmt sie und sucht nach den Resten der Lebenseibe in der Stadt der Seelen. Ihr müsst auch diesen Ort reinigen, oder das Land wird nicht heilen. Ja, sollten wir hinkriegen. Jetzt habe ich noch einen Samen der Lebenseibe gekriegt. Und den Schlüssel für den Hintereingang. Gut. Bazaar. Ach ja, Zauber kann ich auch verkaufen. So, du kaufst Heilzauber. Die haben wir ja hier. Bei dir waren es Elementarzauber. Die haben wir hier. Gut, sehr viel Gold. Achso, du kaufst ja eigentlich gar keine Zauber. So, bei dir können wir die Runen verkaufen. Wobei, den Mentalisten behalte ich noch. Aber eigentlich ist das schlecht, also nee, weg mit dir. Wenn wir schon dabei sind, verkaufen wir die Diamanten bei dir mal. So. Und das Herz. Achso, bei dir waren wir gerade. Du kaufst Metallmagie. Da bist du der, der die Todesmagie hat, oder? Ja. So, keine Zauber mehr. Dann gehen wir mal rüber zur Bank. Wir können ja leider, weil wir gezwungen waren, die Wache hier zu töten, weil sie uns entdeckt hatte. Können wir hier durchlatschen? Und uns mal erkundigen, wie es mit unserem Schatzbrief aussieht. Leider darf pro Person nur ein einziger Schatzbrief verkauft werden. Ihr könnt erst dann einen neuen Schatzbrief kaufen, sobald ihr euren alten wieder eingelöst habt.
Wie viel ist mein Schatzbrief inzwischen wert? Euer Schatzbrief ist jetzt 5500 Goldstücke wert. Okay. Das heißt, den können wir einlösen, bevor wir das zweite Mal ins Kolosseum dann gehen.